What the fuck? Okay. Okay, dann halt. Gut. Brauchen wir das hier drüben? Irgendwie nicht. Ernsthaft. Ich habe das fucking Auge jetzt. Mimik! Doof. Ich habe da was zu früh gemacht. Ich habe es ja nicht gewusst. Autsch! Ja, ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Einen großen Fehler habe ich gemacht. Braucht man irgendwo den Tisch da drüben? Oh shit. Hier braucht man einen runden Tisch. Und einen Stuhl. Das Teil kommt irgendwo da drüben hin. Kommt hier hin. Ich habe es natürlich jetzt unglaublich viel schwieriger gemacht für mich selber. Sehr schlau von mir. Ne Bank. Was ich da gemacht habe. Okay, es kommt da drüben hin. Es kommt auch da drüben hin. Das kommt... Keine Ahnung, wohin. Eine Bank. Brauchen wir die hier? Oh shit. Kann hier oben ist sauber. So, ja, halbwegs. Oh nee, man muss... Muss man wirklich zurückgehen, um diese Schleimdinge zu sammeln. Muss man wirklich zurückgehen? Das kann dauern. Vor allem, wenn ich sterbe, dann gibt es natürlich mehr von diesem Zeugs hier. Was nicht so schlau ist. Deswegen kommt die Truhe hier wieder irgendwo ins Nirgendwo hinein. Okay, da oben ist eine Truhe, die. Ah, warte, die Minimik-Truhe, muss man die dahin tun? Kann das sein?
Nee, das ist eine andere Truhe. Schmeiß dich mal hier hin. Hier braucht's eigentlich... Was braucht's noch? Nix. Außer eine Truhe. Da oben. Und... Natürlich das Ganze... Hehe, hallo. Ah, hier noch eine Bank. Das werde ich doch niemals schaffen. Und muss ich da immer wirklich zurücklaufen? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Okay. Oh shit, das war knapp. Die Truhe muss da hinten hin. Gibt es da hinten nicht noch eine Bank? Doch. Okay, das Doofe ist... Ah, hier gibt's auch so ein Ding. Was? Oh. Oh. Wie mies. Was ist das bitte? Das ist ja ultra mies. Habe ich nicht vorhin eigentlich noch irgendwo diesen Stab hingeworfen hier? Okay, da kommt eben die Truhe hin. Einmal einfach durchrennen. Ultra mies, wenn ich da stirb. Oh Gott! Oh Gott, was mache ich hier? 1000 Fallen! Ich sehe schon, warum das hier ziemlich nervig. Okay, es hat alles zerschossen. Gut, dann lassen wir das einfach. Oh, hier gibt es einen Altar. Danke. Nee, die scheiß Mimik! Fuck you. Wo ist das doof? Das kommt, glaube ich, da vorne noch hin. Zum Glück. Und die Truhe kommt auch noch da hinten hin. Dann müssen wir nachher gleich nur noch wischen, theoretisch, aber das wird ein bisschen doof. Und da kommt die Truhe hin. Nun mal so drei. Also drei von 17 Objekten rotiert. Was soll das genau heißen? Mache ich das alles falsch? Achso, das ist immer noch das Tutorial. Interact with the lever. Na gut, machen wir nachher nochmal. Ich hab das ganze Tutorial übersprungen. Das ist falsch. Oh, schön.
Naja. Wer weiß, ob das so schön ist. Ich muss auf die scheiß Mimik da aufpassen. Irgendwo ein Fass. Da ist die Mimik. Was gibt's hier oben? Da drüben wäre das Fass. Oh! Oh mein Gott, ich erschrecke davor immer dabei. Passiert eigentlich gar nichts mehr hier. Da ist die Mimik. Hallo? Ein Tisch. Ein Tisch. Okay, hier kommt noch eine Bank hin. Das ist alles ziemlich unübersichtlich, bis man alles gefunden hat. Die Bank kam wohin? Da. Nope, nicht die Mimik. Lass die Mimik aus dem Spiel. Oh Gott, das ist fies. Ah ne, das kommt hier hin. Und da kommt noch eine Truhe hin. Ich glaube, das war knapp. Da ist noch ein Stuhl. Die Mimik ist da drüben. Sehr gut. Interagiere ich mal mit dem Lever. Equip Slime Mob. Eigentlich würde ja alles schön tutorialmäßige angezeigt werden, was man machen muss. Okay, hier oben ist kein Blut, da ist auch kein Blut, auch kein Blut, hier ist Blut. Hat die sich jetzt umgedreht? Nein, okay. Okay, hier ist auch noch Blut, natürlich. Wahrscheinlich von mir selber. Kein Blut, kein Blut. Natürlich Blut. Natürlich. Ist das Teil. So. Okay. Ich brauche kurz die Mimik. Um das Fleisch dort zu essen. Ernsthaft? Ich dachte, da wären alle weg. So eine Scheiße. Ich dachte, da gäbe es gar keine mehr von den Speeren. Wo ist die Mimik-Truhe hin? Gar keiner mehr drin. Habe ich jetzt die Mimik zerstört? Vielleicht. Ernsthaft?
Kann ich den nicht irgendwie mitnehmen? Bis wir das hier gesäubert haben, geht es ja mega lange. Wenn hier gar keiner von diesen Dingen ist. Weißt du, wie lange das geht? Ah, man kann die droppen. Aber trotzdem muss ich ja immer zurücklaufen. Dann kann ich da ein paar mitnehmen. Vielleicht kann ich ein paar mitnehmen, wenn ich die zusammenkriege irgendwie. Ja, die vermehren sich. Werden größer. Oh. Naja. Okay. Okay, größer als das geht's nicht. Schade. Ernsthaft. 30 Minuten. Okay. Also ich glaube, wir haben gesehen, um was es hier geht bei dieser Demo. Ich hoffe, da kommt irgendwie noch ein bisschen mehr Action hinein oder irgendwie... Keine Ahnung. Dass irgendwie ein bisschen hat mehr passiert. Oder irgendwie... Oh Gott! Oh Gott! Oder irgendwie einfach mehr... mehr Fähigkeiten. Damit das Spiel... Oh Gott! Vielleicht ein bisschen interessanter oder einfacher wird, wenn man alleine arbeitet. Und jetzt? Also habe ich gerade nicht wirklich viel mehr Lust, das ganze Spiel hier länger zu spielen, ehrlich gesagt. Auch wenn es lustig ist und offensichtlich ja immer schwieriger wird. Aber ich würde sagen, das war's mit der Demo hier von Goblin Cleanup, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.